Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Und wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, das wäre sogar neuer gewesen. Wir sind unterwegs, um Funktürme zu machen. Wir haben das letzte Mal schon ein paar, sage ich jetzt mal. Da fliegen wir jetzt so im Kreis. Dann fliegen wir wieder zurück, würde ich sagen. Und ja, oh oh. Oh oh. Ja, und wir haben das letzte Mal ja schon ein paar gemacht. Und ich hoffe, wir kriegen dieses Mal noch ein paar. Erstmal, oh nein! Ach, Gott sei Dank. Sind wir hier am Höhen, habe ich das letzte Mal auch erklärt. Und wir sind dann zu hoch und dann fallen wir runter. Deswegen müssen wir ein bisschen sinken, dann ist alles wieder gut. Hier, geile Brücke, oder? Da fliegen wir doch direkt. Dreh um. Gefährliches Gebiet voraus. Ah ja. Könnt ihr euch ja wohl mal die Haare schmieren. Was? Was meint denn damit? Dreh um, gefährliches Gebiet voraus. Darf ich da nicht hin, oder was? Ist das hier der letzte Abschnitt? Ich muss doch da langkommen, wenn wir mal ehrlich. Ich kann uns das doch jetzt hier nicht einfach so entsagen. Das sieht doch schon hart aus hier, aber ich meine, meine Fresse. Du übertrittst die Grenze, dreh um. Da können wir doch nicht lang. Das ist ja... Oh oh. Das ist ja echt ätzend. Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Vielleicht müssen wir die Mission erst ein bisschen weiter machen, um da lang zu können. Aber... Das ist so gemein. Das ist so gemein. Da können wir jetzt ja gar keine Funktürme mehr weitermachen. Was machen wir denn jetzt? Jetzt bin ich total verwirrt. Meine Güte. Dann könnten wir doch mal hier zum Sabal fliegen. Und mal schauen, was der so zu sagen hat. 1700 Meter. Gott sei Dank können wir fliegen. Ich meine... Ich könnte uns auch unterwegs und doch so einen Militärkonvoi mal schnappen. Jetzt, wo es egal ist. Warum kann ich da noch nicht hin? Das ist ja wohl die Höhe. Das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Hier, flieg da jetzt mal da nicht rum, du blödes Gerät. Warum klingst du eigentlich so blöd? Das ist ja wohl eine Frechheit, dass wir da nicht lang können. Meine Güte. Ich verstehe nicht, warum. Das ist doch unser Problem, ob wir in gefährliche Gebiete gehen oder nicht. Naja. Naja, dann werden wir wohl ein bisschen erst in der Mission, Story voranschreiten müssen. Aber es sei halt so, ne? Kann ich jetzt leider nicht ändern. Schade, auch wenn ich gerne mit euch dahin geflogen wäre. Sehr, sehr gerne wäre ich mit euch dahin geflogen. Hätte die noch schnell alle gemacht und alles wäre cool gewesen. Aber wohl nicht. Wohl nicht. Schauen wir doch mal, was der Sabal will. Vielleicht können wir ja mal wieder eine Mission machen. Das wäre ja mal was. Wir haben auch immer noch nicht das Haus von unserer Familie gefunden. Das würde ich auch gerne finden. Da habe ich schon mal nachgesucht. Aber nicht wirklich intensiv. Ich glaube, unser Hubel ist kaputt. Deswegen blinkt er so.
Das Beet sieht doch super aus, um zu landen. Das ist doch mein Hubschrauber-Landeplatz, oder? Genau dafür ist es doch gemacht worden. Zack. Ja, seht ihr? Deswegen blinkt er so hässlich. Bisschen am Sitz rumschweißen hier, dann ist alles wieder cool. So, da wären wir, Sabal. Was geht ab? Wo bist du? So. Tam, tam. Da sitzt er ja. Vor einem Haufen Munition. Hallo. Sabal, unser Held kehrt zurück. Dein Einsatz im Rebellencamp hat viele Leben gerettet. Ihr habt mich in eine schwierige Lage gebracht. Amita hätte unsere Leute sterben lassen. Und wofür? Für Informationen, die wir vielleicht gar nicht brauchen? Es gab nur diese Möglichkeit, Bruder. Dein Vater hätte dasselbe getan. Das ist der goldene Faden. Lock mich nicht immer mit meinem Diesen Weg Vater. hatten wir eingeschlagen, bevor Mohan starb. Deshalb sprang ich in die Bresche. Denn ich kannte deinen Vater und respektierte seine Vision. Und wie passt Amita in die ganze Sache? Hör mal, ich gebe zu, sie hat Gutes getan. Aber niemand braucht zwei Köpfe. Nicht, wenn man was erreichen will. Das hat mir dein Vater beigebracht. Du musst begreifen, was ihn antrieb, was uns antreibt. Geh zu dem Kloster. Da saß ein Soldat von der Royal Army, habt ihr es gesehen? Den verprügeln sie jetzt bestimmt hart. Ich will ihn auch mit verprügeln, lasst mich rein! Verdammt! Mach die Tür auf! Los! Verdammter Penner! Meine Güte! Ah, verdammt. Ach ja. So ist es. Nie darf man bei den schönen Sachen dabei sein. Dann wird man immer rausgeschmissen. Los, geh woanders hin. Das mag ich nicht. Das ist ganz schön gemein und diskriminierend. Das ist Mobbing. Ich weiß nicht, ob es hier Gesetze gegen Mobbing gibt. Onkel Pagan hier, wollte nur hören, wie es meinem Lieblingsnest geht. Hallo Pagan. Sag mir, AJ, wem drückst du bisher die Daumen? Bist du in Amitas Honigtöpfchen gefallen oder haben dich Zabals weinende Locken in Bann gezogen? Hey, jedem das Seine, du musst dich nur entscheiden. Mein Geschmack ist er ja nicht, trotz der Schlussfolgerung, die einige aus meiner äußeren Erscheinung ziehen, aber ich spiele tatsächlich lieber mit dem anderen Team. Mehr als alle anderen solltest du wissen, dass es immer nur eine Frau für mich gab, mein Junge. Oh, wir hätten einfach bei Pagan bleiben sollen. Den mag ich bis jetzt am liebsten. Die Amita und der Sabal, die können sich eh nicht einigen, was sie wollen. Es gibt immer nur Ärger. Und unser Vater und der Sabal haben recht. Keiner braucht zwei Köpfe. Ehrlich. Das sieht auch nach einem perfekten Landeplatz für uns aus, oder? Also ich... Sind wir ehrlich? Ich kann ja schon wieder nicht... Das, manchmal so... Ich hasse diese unsichtbaren Mauern. Wir sind auch in einem Open-World-Spiel. Ich will mit dem Ding hinfliegen können, wo ich will. Ich kann hier nicht... Ich kann hier nicht sinken, ne? Einfach nicht. Der geht immer wieder hoch, dann einfach. Hier geht's. Unsichtbare Luftflugmauern. Wenn ich etwas nicht ausstehen kann, dann sind es unsichtbare Luftflugmauern. Warte kurz hier, Kyrokopter. Vorsicht mit den Kisten! Die haben Waffen eingepackt, die nicht gesichert sind. Idioten.
Eine Rakete hat es gebracht. Ja, sehr schön. Oh, und für LMG-Munition. Da habe ich übrigens... da habe ich übrigens festgestellt... Ich gebe echt viel Munition rum, kann das sein? Da habe ich übrigens festgestellt, als ich mir mein... Ich glaube, das alles Gute kommt von oben Typ-Video angesehen habe, dass wir uns hätten auch schon ein Maschinengewehr kaufen können. Das habe ich wohl übersehen. Das machen wir natürlich auch noch. Maschinengewehr. Aber tatsächlich hat mein Bruder wohl auch ein paar Videos gesehen. Zumindest mal sporadisch, wenn er Zeit hatte. Studium und so. Und er hat ein bisschen... Du hast aber wenig einzigartige Waffen. Deswegen bin ich ein bisschen traurig und versuche das zu ändern. Ich hab's ihm gesagt und dachte, er regt sich tierisch auf, aber nee, er hat geholfen. Ist ein guter Mann. Er mag nur keine Idioten. Aber wenn man ihn erstmal besser kennt, ja, so sehe ich das jetzt. Aha, hier ist also voll das Hardcore-goldene Pfadlager. AJ, du bist zurück! Ja, scheint so. Raju erwartet dich bereits im Club. Sehen wir uns mal gespannt, was uns hier erwartet, hä? Lesen wir erstmal den Zettel hier an der Tür. Jal Amar Kloster. Dieses Kloster wurde um das Jahr 500 vor Christus von Kyras Anhängern in den Fels gehauen. Hier wurden die Lehren Kyras erstmals niedergeschrieben und aufgezeichnet. Jal Amar wurde in den Jahrhunderten nach seiner Erbauung sorgfältig gepflegt und mehrmals renoviert und ist bis heute eine aktiv genutzte Kloster- und Tempelanlage. Sehr informativ. Wirklich sehr informativ. Aha, aha, aha. Oh, ich ahne, was uns bevorsteht. Dem werten Lama Chügal. Ich habe Ihren Brief erhalten und möchte Sie direkt beruhigen. Die Gerüchte, die Sie gehört haben, stimmen nicht. Der Verrückte, den die Dorfbewohner Dami nennen, war niemals ein Schüler unseres Ordens. Während der Puja heute Morgen sprach, während der Puja heute Morgen sprach ich mit der Gemeinde. Wir werden uns von diesem Unfug nicht in unserer Meditation stören lassen. Niemand wird diesen Hochstapler jemals wieder erwähnen. Möge Ihr Tag durch die Lehren der Erwachten erleuchtet werden. Aha. Was auch immer. Ah, der Sohn des großen Mohan. Sabal sagte, du möchtest sehen, was deinen Vater inspiriert hat. Ja, ich bin aber hier drüben. Banashur, Gott der Götter, er schuf die Welt durch seinen Gesang. Dafür danken wir ihm. Wir danken den Göttern, dass sie uns Leben spendeten. Bitte, nimm dir einen Opferkorb. So, ich wollte gerade sagen, wir standen da drüben. Aber das kommt davon, wenn man erst rumstreunert und dann von der falschen Seite kommt. In die Cutscene. Aha. Ja, ich arbeite dran, los. Was nu? Eine Kerze erinnert uns daran, dass Wachstum aus der Bereitschaft erwächst, seine Grenzen zu überschreiten. Die Ziege? Eine Mani-Mühle? Das Leben ist so zart und flüchtig wie der Hauch eines süßen Duftes. Der Weihrauch symbolisiert unsere Sterblichkeit. Aha. Wer hat denn das gemacht? Bitte, lass den Korb hier. Aha, aha, aha. Ich kann da nicht drüber springen. Aber wir sind doch in einem Tempel, da muss man sich benehmen.
Bitteschön. Ich würde sagen, wir folgen ihm mal unauffällig. Sabal hält sehr viel von dir. Er bat darum, dass du das hier sehen darfst. Jalu, der große Dämon, wohnt allen Menschen in. Er verspricht viel und zerstört alle Hoffnung. Die Ziege stirbt, damit Jalung satt ist und weiterschläft. Das ist also Jalung, Jalung. Wir sind ein spirituelles Volk. Dein Vater verstand das. Mehr als das, er inspirierte andere durch seine Taten. Denk gut über das Geschehene nach, AJ. Aha. Mach ich. Ja. Also, das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen echt brutal ausgesehen haben, aber so ist es einfach. Und die Menschen hier glauben daran, dass man diesen Dämon dadurch besänftigen kann, wenn man ihm dieses Opfer bringt, diese Ziege opfert, glauben sie, dass das den Menschen hilft und dass sie dadurch nicht von diesem bösen Geist, der ja in uns allen wohnt, was sie ja sagen, nicht befallen wird. Und naja, dieser böse Geist, der gemeint ist, da können wir uns alle vorstellen, was sie damit meinen, oder? Also ich meine, es gibt so viele schlechte Menschen auf der Welt. Aha, und jetzt? Es ist jetzt hier vorbei. Gehen wir mal. Und das meinen sie damit, dass dieser Dämon in uns allen wohnt, dass jeder von uns diese schlechte Seite hat. Und sie bei dem einen oder anderen vielleicht mehr oder weniger ausgeprägt ist. Oh oh. Los geht's! Oh. Das war nicht so klug. Hey. Ihr wird nicht einfach an mir vorbeigelaufen, Freundchen. Du auch nicht. Eieieiei. Ja, sterb mal für deinen König. Oh, oh. Verdammt. Bräuchte eine Handgranate oder so. Ey, wir haben doch Handgranaten. Verstanden, es gibt keinen Ausweg. Ja, die Schrotflinte gefällt mir bis jetzt auch ganz gut. Mein Bruder hatte recht. Was? Moment! Ich hab's nicht kapiert. Longinus. Okay, dann machen wir uns einfach mal direkt nach unten, würde ich sagen. Es ist natürlich irgendwie blöd gelaufen, dass wir... Die Soldaten greifen das Waffenversteck an! Helft mir! Oh Mann, also ich weiß nicht so genau.
Sie greifen die heiligen Statuen an! Bald bist du nur noch Futter für die Krähen! Keiner verstört hier irgendwelche Statuen, Freunde. Nix wie hoch. Vielleicht sollten wir versuchen, die MGs zu benutzen. Alter. Was? Schon wieder? Okay, ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. Ich finde, manchmal ist es ein bisschen, wird so ein bisschen auf sich allein gestellt, finde ich. Das nervt. Verteidige das Kloster. Ah ja. Sollten wir. Aber das ist halt. Du kommst da raus. Dann musst du. Ich will nicht rummeckern. Ich muss es einfach erledigen. Sie greifen die heiligen Statuen an! Sollten wir Minen legen hier oder so? Ja, sterb mal ruhmreich. Schneller nach. So. Komm schon, flieg in die Luft. Also, ich habe keinen blassen Schimmer, Freunde. Und hier machen wir auch ein kleines Folgenpäuschen. So. So ist es nämlich. Ah, machen wir hier so, ne? Okay, Leute, ciao, macht's gut, wir sehen uns und schnell, ich muss mich beeilen. Tschüss!